als 30 junge Frauen vermisst. Hier hat es jemand auf ganz bestimmte Opfer abgesehen. Ein Blutbad in einem Studentenwohnheim. Der Täter täuscht alle mit seinem Charme. Sie vertrauen ihm und boom, da ist das Monster. Was klingt wie ein Hollywood-Schocker, ist blutige Realität. Der nette Typ von nebenan ist einer der schlimmsten Serienkiller der Welt. Ted Bundy hat die Filmfigur Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer inspiriert. Sommer 1974. Es sind Ferien. Überall in den USA genießen junge Männer und Frauen die freie Zeit in der Sonne. Auch am Lake Sammamish im US-Bundesstaat Washington lockt Badewetter. Die 23-jährige Bewährungshelferin Janice Ott verbringt den Tag am Wasser. Sie beobachtet das bunte Treiben, als plötzlich ein Schatten auf ihr Gesicht fällt. Vor ihr steht ein Mann mit einer Schlinge um den Arm. Hey. Ich beiße nicht. Wie heißt du? Janice. Nett, dich kennenzulernen. Ted, ein gut aussehender und charmanter Typ, der offensichtlich Hilfe braucht. Denn mit seinem verletzten Arm schafft er es nicht allein, sein Segelboot ins Wasser zu bringen. Er bittet Janice, ihm kurz zur Hand zu gehen. Das Boot liege nur ein paar Schritte entfernt, sagt er. Ich meine, wenn du Hilfe brauchst, okay. Vielen Dank, das ist echt super von dir. Dann los. Ein harmloser Gefallen am helllichten Tag. Was kann da schon schiefgehen? Doch der Mann ist alles andere als harmlos. Und die hilfsbereite Janice kommt nie mehr zurück. Sie ist nicht die einzige junge Frau, die nach diesem Tag am See vermisst wird. Um 16 Uhr, nur 4 Stunden nach Janice Verschwinden, verlässt die 19-jährige Denise Nasland ihre Freunde, um auf die Toilette zu gehen. Auch sie taucht nicht mehr auf. Zwei vermisste Personen am selben Ort, in weniger als 24 Stunden. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlungen auf. Erst verschwindet hier eine junge Frau und kurz danach eine zweite. Das setzt sofort einen Rahmen für diese Ermittlungen. Wenn ich dafür zuständig wäre, würde ich sofort alles Erdenkliche auffahren, damit nicht 2 Stunden später noch ein drittes Mädchen verschwunden ist. Keppel hier? Detective Bob Keppel soll die Mädchen finden. Mit 31 Jahren ist er zwar nicht der erfahrenste Ermittler, aber er hat Talent. Die ersten 48 Stunden sind bei vermissten Fällen entscheidend. Und dieses Zeitfenster beginnt bereits, sich für Keppel und seinen Partner Roger Dunn zu schließen. Schon unterwegs. Ich wäre vielleicht schon bei der Wahl der Strategie überfordert. Wo fängt man mit der Spurensuche an? Das ist echt eine anspruchsvolle Ermittlung, weil es gleich 2 Opfer auf einmal sind. Keppel organisiert eine Suchmannschaft. Hunderte Freiwillige durchkämmen den Wald rund um den See. Bei so einem vermissten Fall kann der kleinste Hinweis wichtig sein. Denn man weiß ja noch nicht, was von Bedeutung ist.
Man weiß nicht, was zu dem Opfer gehört und was nicht. Ein Schnürsenkel, ein Schuhabdruck, das könnte alles von ihr sein. Aber das muss man erst mal rausfinden. Und so sammelt man Unmengen Zeug ein. Kleinste Fitzelchen, in der Hoffnung, dass ein paar davon vielleicht Spuren des Verbrechens sein könnten. Ich hab was gefunden! 50 Meter vom Ufer entfernt liegt ein Bikini-Oberteil. Es sieht aus wie das von Janice. Aber kein Treffer. In den Tagen darauf finden die Suchteams unzählige Ohrringe und Kleidungsstücke rund um den See. Aber nichts davon gehört Janice Ott oder Denise Nasland. Bob Keppel fürchtet, dass jederzeit die nächste junge Frau verschwinden könnte. Der Ermittler wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Jeder, der zur fraglichen Zeit Fotos am See gemacht hat, soll seine Bilder einschicken. Die Polizei hofft, dass bei den Familienschnappschüssen vielleicht auch die Mädchen im Hintergrund geknipst worden sind. Man kann unmöglich alle Leute, die da waren, identifizieren. Aber man kann alle, die dort Fotos gemacht haben, aufrufen, sich bei der Polizei zu melden. Vielleicht sind ja die Mädchen darauf zu sehen, zusammen mit einer Person, die man dann beschreiben kann. Die Ermittler rufen alle Zeugen auf, sich zu melden. Bei rund 40.000 Badegästen an jenem Tag hat womöglich jemand etwas gesehen, das der Polizei weiterhilft. Sachbeweise sind in so einem Fall ganz wichtig. Zum Beispiel Gegenstände, die am Tatort gefunden werden. Sie können eine Spur liefern, wohin das Opfer verschwunden ist. Wenn man so etwas nicht hat, braucht man Zeugenaussagen. Am besten Berichte von Augenzeugen. Die Beschreibung eines Verdächtigen, wie er aussieht, wo er hinging oder welches Auto er fuhr, kann manchmal die beste Spur überhaupt sein. Zwei weitere Tage vergehen. Die Ermittler sichten hunderte Fotos, aber die vermissten Frauen sind nirgends zu sehen. Ich hab nichts. Keppel und Dunn haben noch immer keinen Anhaltspunkt. Der Druck auf den Ermittlungsleiter wächst. Wenn man in so einem vermissten Fall ermittelt, hat man es oft mit Angehörigen zu tun, die emotional völlig durch den Wind sind. In ihrer panischen Angst verlassen sie sich auf die Ermittler. Für sie bist du der Retter, der ihre Lieben finden und zurückbringen soll. Eine hochemotionale Situation. Detective Keppel. Plötzlich gibt es einen Hoffnungsschimmer. Um welches Mädchen geht es? Eine 15-jährige Schülerin namens Sylvia Valent meldet sich. Was sie erzählt, klingt nach einer heißen Spur. Sie war zur selben Zeit am See wie die vermissten Frauen und sagt aus, Janice Ott dort gesehen zu haben. Gegen Mittag sei Ott mit einem gut aussehenden Mann weggegangen, der seinen Arm in einer Schlinge trug. Und das ist noch nicht alles. Wir haben einen Namen. Der Mann hat sich als Ted vorgestellt. Das könnte ein entscheidender Hinweis sein. Oder ein Deckname, der die Ermittler auf die falsche Fährte locken soll. Würde der Täter wirklich seinen echten Namen nennen? Oder hat er sich einen ausgedacht? Ermittler müssen da sehr vorsichtig sein. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass der Verdächtige wirklich so heißt. Während die Polizei nach dem verdächtigen Fremden sucht, melden sich immer mehr Frauen. Sie alle wurden von einem attraktiven jungen Mann angesprochen, der sich Ted nannte. Nein, danke. Eine Zeugin erinnert sich sogar an sein Auto. Einen VW Käfer. Jetzt haben sie eine Fahrzeugbeschreibung. Aber es gibt noch gar keine Datenbank dafür. Man muss praktisch zu jeder Zulassungsstelle und handschriftliche Akten suchen.
Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, trotz dieser Information können Sie keinen Verdächtigen zuordnen. Dann, schau mal hier. Okay, also... Mit dem Vornamen und der Fahrzeugbeschreibung im Kopf gehen die Ermittler alle Zeugenaussagen noch einmal durch. Langsam setzt sich das Bild zusammen. Das ist unser Mann. Ja. Zeugen haben Ted gesehen, kurz bevor Janice verschwunden ist. Und dann noch mal später am Nachmittag, als Denise sich von ihren Freunden entfernte. Danach auch von ihm keine Spur mehr. Ein gut aussehender junger Mann mit einer Armschlinge, der sich Ted nennt und einen VW Käfer fährt, ist jetzt der Hauptverdächtige. Aber wer ist Ted? Capel lässt anhand der Zeugenaussagen ein Phantombild anfertigen. Mit der Zeichnung, dem Namen Ted und der Fahrzeugbeschreibung gehen die Ermittler erneut an die Öffentlichkeit. In der Hoffnung, dass jemand den Verdächtigen erkennt. Schon bald können sich Capel und Dunn vor Hinweisen kaum retten. Das Telefon steht nicht mehr still. Bis zu 200 neue Ted-Sichtungen gehen jeden Tag ein. Innerhalb weniger Wochen gibt es tausende Verdächtige. Offenbar sieht Ted aus wie jeder x-beliebige Mann von nebenan. Wenn man eine Täterbeschreibung erstellt, wie der Verdächtige aussieht und welches Auto er fährt, und es dann nicht schafft, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen, kann man echt ein Problem bekommen. Genau wie in diesem Fall. Die Polizei stand am Ende mit rund 2400 möglichen Verdächtigen da. Ein Wahnsinn. Damit kann man nichts anfangen. Man muss den Personenkreis irgendwie eingrenzen. Je mehr Namen auf der Liste landen, desto größer die Gefahr, dass dieser Fall ungelöst bleiben könnte. Einen Monat später kommt plötzlich Bewegung in den Fall. Ein Jäger streift durch die Wälder rund um den Lake Sammamish. Der Ruf eines Vogels lockt ihn ins Unterholz. Was er dort findet, lässt ihm das Blut gefrieren. Es sind Knochen, menschliche Überreste. Der Jäger verständigt sofort die Polizei. Mit einem Forensikteam untersuchen Capel und dann den grausigen Fund. Sie finden büschelweise lange Haare und zwei vollständige Skelette. Capel vermutet, dass er die Leichen von Janice Ott und Denise Naslund vor sich hat. Aber er muss ganz sicher gehen. Nur weil zwei Menschen zur gleichen Zeit verschwunden sind, heißt das nicht, dass es sich bei diesen beiden Leichen um die Vermissten handelt. Um sie zu identifizieren, muss man einen Abgleich machen. DNA-Analyse und andere Technologien, die heute üblich sind, gab es in den 70er Jahren noch nicht. Die beste Möglichkeit war, Patientenakten zu vergleichen. Gab es zum Beispiel eine besondere Zahnbehandlung oder Knochenbrüche? Hatten die Opfer einen besonderen Körperbau, der auch bei den Überresten erkennbar ist? Rechtsmediziner gleichen einen Schädel und einen Unterkieferknochen mit dem Zahnstatus der vermissten Frauen ab. Ein paar Tage später steht fest, dies sind tatsächlich die Überreste von Janice Ott und Denise Naslund. Die Angehörigen und die Gemeinde stehen unter Schock. Zwei Opfer am selben Ort. Das bedeutet, es handelt sich hier nicht um Zufall.
Der Täter handelt mit Absicht. Wahrscheinlich hat er die Stelle als Abladeplatz ausgesucht. Keppel studiert den Autopsiebericht. Der Schädel von Denise Nasland zeigt, dass die junge Frau niedergeschlagen wurde. Der Täter hat vermutlich einen stumpfen Gegenstand, wie ein Rohr oder eine Brechstange, benutzt, um seine Opfer außer Gefecht zu setzen. Dann konnte er mit ihnen machen, was er wollte. Er ist sehr geschickt darin, seine Opfer schnell auszuschalten. Wenn man bewusstlos ist, kann man nicht mehr schreien. Die Knochenfunde offenbaren noch etwas Schreckliches. Dieser Oberschenkelknochen gehört weder zu Janice noch zu Denise. Ein drittes Opfer lag am Fundort. Noch eine Frau. Und niemand weiß, wer sie ist. Klingt nach einem Friedhof. Das stellt alles auf den Kopf. Seit wann werden dort Leichen entsorgt? Seit Monaten oder gar Jahren? Und warum ist von dem dritten Opfer nur ein Oberschenkelknochen übrig? Gibt es eine Verbindung zu den beiden anderen Opfern? All diese Fragen müssen die Ermittler nach dem Knochenfund jetzt klären. Keppel sucht nach einer Verbindung zwischen den Opfern. Er durchforstet alte Akten, ungelöste Mord- und Vermisstenfälle aus dem ganzen Bundesstaat Washington und darüber hinaus. In den 70er Jahren gab es noch keine behördenübergreifende Zusammenarbeit. Man hat kaum Informationen ausgetauscht, vor allem wenn es über Grenzen von Bundesstaaten hinweg ging. Es gab auch noch keine Computerdatenbanken wie heute. Aktenberge mussten von Hand durchwühlt werden. Eine stumpfe, fürchterlich zeitintensive Arbeit. Protokolle durchgehen, Telefonlisten fernschreiben. Auf der Suche nach ähnlichen Fällen stößt Keppel auf etwas Verstörendes. Im Laufe des vergangenen Jahres sind in den Bundesstaaten Washington und Oregon mehrere Studentinnen verschwunden. Alle im gleichen Alter wie Janice Ott und Denise Nasland. Im Schnitt eine pro Monat. 8 allein seit Februar. So viele Fälle in so kurzer Zeit, da schrillen die Alarmglocken. Die Frauen sind fast im gleichen Takt verschwunden. Normalerweise wird hin und wieder etwas gemeldet, aber hier zeichnet sich ein Muster ab. Offenbar ist das wirklich was Ernstes. So einen Fall muss man ganz anders anpacken. Ein Fall fesselt die Beamten besonders. Die 19-jährige Susan Rancourt ist spurlos verschwunden, als sie allein unweit ihrer Universität spazieren ging. Es gab keine Zeugen, keine Leiche, gar nichts. Aber Kommilitonen erinnern sich, dass sich wenige Tage zuvor ein Mann auf dem Campus herumgetrieben hat. Gut aussehend, knapp 1,80 Meter groß, mit einem Arm in der Schlinge. Und das ist nicht alles. Der Fremde soll mehrere junge Frauen angesprochen haben. Sie sollten ihm helfen, Bücher zu seinem VW Käfer zu tragen. Ist das derselbe Mann, den Zeugen am Lake Sammamish gesehen haben, als Janice Ott und Denise Nasland verschwunden sind? Haben die Ermittler es mit einem Serienkiller zu tun, der es auf junge Frauen abgesehen hat? Und wenn ja, wo wird er als nächstes zuschlagen? Das College von Susan Rancourt ist rund 150 Kilometer vom Lake Sammamish entfernt. Wenn die Fälle zusammenhängen, sucht Keppel vielleicht in der falschen Gegend. Serienkiller entwickeln meist eine bestimmte Vorgehensweise. Sie wählen ähnliche Opfer, eine besondere Art zu töten oder einen bestimmten Ort. Und wenn sie das Gefühl haben, dass man ihnen auf die Schliche kommt, ändern sie eins dieser Muster, damit der nächste Mord nicht so leicht mit den anderen in Verbindung gebracht werden kann. Und wenn ich nicht ändern will, wen und wie ich töte, suche ich mir halt ein neues Revier. Die
Detective Keppel nimmt eine Reihe ungelöster Fälle aus Washington und Oregon unter die Lupe. Vom Killer fehlt immer noch jede Spur. Doch immerhin scheint die Welle der vermissten Fälle gestoppt. Keppel ahnt nicht, dass hunderte Kilometer südöstlich, im Bundesstaat Utah, der Horror weitergeht. Ich bin raus zu meinem Auto. Und ich sah diesen Mann. In der Stadt Murray meldet sich die 18-jährige Carol Durange mit einem schrecklichen Erlebnis bei der Polizei. Entschuldigung, Ihr Auto. Ein Mann hat sie auf dem Parkplatz angesprochen. Ich bin Officer Roseland. Er stellt sich als Officer Roseland vor und erzählt, dass jemand versucht habe, ihr Auto zu knacken. Wir müssen nur den Papierkram erledigen. Für den Bericht will er sie aufs Revier fahren. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Carol Durange willigt ein, obwohl der vermeintliche Officer einen VW Käfer und kein Polizeiauto fährt. Es sind nur 10 Minuten von hier. Schließlich könnte er undercover unterwegs sein. Er gibt sich als Polizist aus. Das zieht oft gut bei Leuten, die viel Vertrauen in die Staatsgewalt haben. Was machen Sie denn? Die Polizei ist da drüben. Nein, wir fahren... Die junge Frau schaltet schnell. Sitzen bleiben. Das ist kein Polizist. Finger weg! Pack mich nicht an! Hör auf zu zappeln, sonst gibt's Handschellen. Der Mann schlägt sie mit einer Brechstange. Aber sie wehrt sich weiter. Nein, nicht! Lass das! In letzter Sekunde kann sie entkommen. Handschellen angelegt und wir haben uns im Auto geprügelt. Nun erfährt sie, dass der Angreifer kein Polizist war. Die Handschellen stammen nicht von der örtlichen Polizei und es gibt dort auch keinen Officer Roseland. Carol Durange hat Glück, dass sie noch lebt. Sie hat sich gewehrt und ist entkommen. Jetzt gibt es eine Überlebende, die den Angreifer und sein Auto identifizieren kann. Sie hat Spuren im Wagen hinterlassen und selbst wenn der Täter alles gründlich schrubbt, es kann immer was zurückbleiben. Jetzt hat er ein Problem. Er hat die Kontrolle verloren. Serienkiller überprüfen in solchen Fällen oft ihre Methode. Sie überlegen, da gibt es ein neues Problem. Wie kann ich das lösen? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Denn ein nächstes Mal gibt es auf jeden Fall. Mit jedem Opfer lernen sie etwas dazu. Sie verfeinern ständig ihre Vorgehensweise und werden immer besser, was das Morden angeht. Wenn sie streng nach Plan vorgehen, haben sie Erfolg. So ein Fehler, wie der Kontrollverlust bei Carol Durange, wird nicht zweimal passieren. Das nächste Mal wird er alles richtig machen. Mehr Kontrolle, mehr Gewalt, ein abgelegenerer Ort. Es wird anders. Kurz nachdem sie ihrem Mörder entkommen ist, soll Carol Durange helfen, ein Phantombild zu erstellen. Der Angreifer ist rund 1,80 Meter groß, gut aussehend, brünett und schlank gebaut. Genau der Typ, nach dem auch die Kollegen in Washington suchen. Aber davon weiß die Polizei in Utah nichts. Wenn in den 70er Jahren eine Reihe von Verbrechen in Washington passierte und eine andere in Utah, bekamen die Ermittler in den beiden Bundesstaaten wahrscheinlich nichts voneinander mit. Es gab keinen Grund, sich auszutauschen. Nachrichtensender haben damals nicht gleich rund um die Uhr landesweit über so etwas berichtet. Man war auch noch nicht über Computernetzwerke miteinander verbunden. Datenbanken für Vermisste, Fehlanzeige. Bloß weil im Bundesstaat Washington ein paar Frauen verschwunden sind, heißt das nicht, dass man bei jeder vermissten Frau in Utah gleich die Kollegen in Washington anrufen muss. Dort arbeiten Bob Keppel und Roger Dunn weiter daran, mehrere Mord- und Vermisstenfälle aufzuklären. Die sehen aus wie Schwestern.
Dabei fällt ihnen etwas auf. Viele der Frauen sehen sich sehr ähnlich. Sie sind jung, hübsch und weiß. Die meisten tragen sogar die gleiche Frisur. Wir wissen, dass Serienkiller oft einen bestimmten Opfertyp bevorzugen. Und als Keppel und Dunn sich die Fotos der Frauen anschauen, fällt auf, dass sie alle lange Haare haben. Die meisten tragen einen Mittelscheitel. Sie sehen sich wirklich ähnlich. Das ist ein wichtiges Merkmal, denn es bedeutet, dieser Killer sucht sich seine Opfer aus. Er hat ganz genaue Vorstellungen von der Frau, die er angreifen will. Die Opfer, die man tot aufgefunden hatte, wurden alle niedergeschlagen. Genau wie die Frauen am Lake Sammamish. Das Muster erscheint glasklar. Da fragt man sich, gehören all die vermissten Mädchen, von denen man noch keine Leiche gefunden hat, auch dazu? Ist das vielleicht die Spitze des Eisbergs und unter der Oberfläche ist noch viel mehr? Keppel ist sich sicher. Es ist derselbe Killer. Die Meldungen über einen attraktiven Mann namens Ted reißen nicht ab. Inzwischen sind es Tausende. Wir schicken jemanden vorbei, danke. Es ist unmöglich, jeder Spur zu folgen. Okay, vielen Dank. Um die Informationsflut einzudämmen, betritt Detective Bob Keppel Neuland in der Polizeiarbeit. Mit einem damals revolutionären Gerät. Guck mal. Dem Computer. Ein paar von diesen Nummern stimmen überein. Keppel zeigt sich hier ziemlich erfinderisch. Er weiß nicht, wie er seinen ganzen Datenwust ordnen soll. Fahrzeugunterlagen, Ortsbeschreibungen, also etwas. Und so versucht er, mit dem Computer abzugleichen, ob es bei den Daten Ähnlichkeiten gibt. Er will die Nadel im Heuhaufen finden und dieser neue Ansatz erweist sich am Ende als sehr nützlich. Keppel verknüpft wichtige Informationen miteinander, um den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Gibt es ein Bewegungsmuster, das zu den verschiedenen Tatorten passt? Die Ermittler überprüfen Hotelgäste und Käferfahrer. Sie legen mehr als 30 Listen an. Dann checken sie, ob Namen auf mindestens 4 dieser Listen auftauchen. Vom Schreibtisch aus Datenbanken zu durchforsten war damals noch nicht angesagt. Man setzte auf gute alte Fußarbeit. Polizisten, die sich die Hacken ablaufen, um Verdächtige zu befragen und Spuren zu verfolgen. So haben wir damals ermittelt. Aber Keppel erkennt, dass der Computerdatenabgleich die Zukunft ist. Die Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber es gibt sie. Und er will wissen, ob sie ihm bei diesen Ermittlungen helfen kann. Tatsächlich spuckt der Computer etwas Brauchbares aus. Eine Liste mit nur 25 Namen. Mit dieser Zahl kann Keppel arbeiten. Doch schon bald wird er wieder zu einem grausigen Fundort gerufen. Am Taylor Mountain, gut 30 Kilometer östlich vom Lake Sammamish, hat jemand einen menschlichen Schädel entdeckt. Keppel und sein Partner Dunn sehen ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Noch ein Massengrab im Wald. Bei den Knochenfragmenten handelt es sich vor allem um Schädelteile. Sie müssen also zu mehreren Opfern gehören. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass an allen Knochen ähnlich viel Moos wächst. Offenbar ist der Verwesungsgrad bei allen Leichen gleich.
Vier Schädel im Wald. Und alle sind in etwa gleich stark verwest. Das lässt nur einen Schluss zu. Diese Schädel wurden vor dem Verfall geschützt gelagert. Die Frauen können zu unterschiedlichen Zeiten ermordet worden sein. Sie wurden enthauptet und ihre Köpfe wahrscheinlich für eine Weile eingefroren, bis sie alle auf einmal entsorgt wurden. Das stellt die Ermittler vor ein noch größeres Problem, denn die Überreste sind über mehrere Orte verteilt. Sie fragen sich, wo sind die Leichenteile, die wir noch nicht gefunden haben? Vielleicht werden wir einige Opfer dieses Täters nie finden oder erst viel später. Forensiker können drei der Schädel vermissten Studentinnen zuordnen, darunter auch Susan Rancourt. Die Ermittler glauben, dass der ominöse Ted mit der Armschlinge die junge Frau verschleppt hat. Keppel ist sich sicher. Der Mörder vom Lake Sammamish hat mindestens 7 Frauen getötet. Und er wird es wieder tun, wenn ihn niemand aufhält. Wenn klar wird, dass man es mit einem Serienkiller zu tun hat, lädt das einem eine ungeheure Last auf die Schulter. Man fühlt sich verantwortlich, den Fall zu lösen, damit der Täter nicht noch eine Frau entführen und töten kann. Denn es ist klar, dass er das tun wird, wenn man ihn nicht schnappt. Hunderte Kilometer entfernt im Bundesstaat Utah. Nach einer Verfolgungsjagd stoppt der Polizist Bob Hayward ein verdächtiges Fahrzeug. Er vermutet, dass er es mit einem Einbrecher zu tun hat. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Der Fahrer heißt Theodore Ted Bundy. Angeblich hat er sich auf dem Heimweg vom Kino verfahren. Ich war mit Freunden im Flammen des Inferno. Der Polizist kauft ihm die Geschichte nicht ab. Flammen des Inferno läuft hier in keinem Kino. Der Mann lügt also. Aber warum? Sir, steigen Sie bitte aus. Ans Auto bitte. Hände auf den Rücken. Bundys Lüge und die Verfolgungsjagd sind Grund genug, den Wagen zu durchsuchen. In der Tasche findet er 4 höchst verdächtige Gegenstände. Eine Skimaske, einen Eispickel, ein Brecheisen und Handschellen. Typisch für eine Entführung oder noch Schlimmeres. Zunächst wird Theodore Bundy allerdings wegen Verdachts auf Einbruch festgenommen. Er hat etwas dabei, was wir Ermittler Mörderset nennen. Alle Werkzeuge, die man für so eine Tat braucht. Welcher Normalbürger trägt so etwas mit sich herum? Niemand, der nicht einen anderen Menschen um die Ecke bringen will. Wenn man diese Information noch mit allen anderen Indizien zusammenbringt, hat man in dem Fall wirklich etwas in der Hand. Die Ermittler vermuten, dass Bundy Schlimmeres auf dem Kerbholz hat. Die Beschreibung von Carol DeRange passt perfekt. Bundy sieht aus wie der falsche Polizist, der die 18-Jährige entführen wollte. Die Ermittler organisieren eine Gegenüberstellung. Carol DeRange steht hinter verspiegeltem Glas und soll ihren Peiniger erkennen. Man würde hoffen, dass sie den Mann, der sie verschleppt hat, identifizieren kann. Sie war ja nur ein paar Zentimeter von ihm entfernt. Und wenn man überlegt, wie lange sie miteinander geredet haben, er hat sie angesprochen, sie ist zu ihm ins Auto gestiegen, hat ihn mehrfach angeschaut. Das Licht war gut. Man sollte also meinen, dass sie die richtige Person erkennt. Der ist es. Carol DeRanges Aussage ist eindeutig.
Ted Bundy ist der Mann, der als Officer Roseland versucht hat, sie zu verschleppen. Bundy wird wegen Entführung und versuchten Mordes an Carol Durant zu einer Haftstrafe verurteilt. Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Tasche filzt die Polizei sein Apartment. Die Ermittler stoßen auf zwei Broschüren. Eine von der Theateraufführung einer Schule in Utah, die andere von einem Skiresort in Colorado. Ein alarmierender Fund. Denn dort sind kürzlich zwei junge Frauen verschwunden. Die Fälle waren landesweit in den Nachrichten. In Bundys VW-Käfer findet die Polizei zwei lange Haare und schickt sie ins Labor. Wochen später das Ergebnis. Eines der Haare stammt offenbar von der jungen Frau, die in Colorado ermordet wurde. Ihr Name war Karen Campbell. Während die Polizei in Utah daran arbeitet, Bundy den Mord nachzuweisen, stoßen Reporter auf eine verstörende Spur. Der Verdächtige sieht dem Mann, der wegen einer Mordserie im Bundesstaat Washington gesucht wird, auffallend ähnlich. Die Ermittler in Utah verständigen sofort ihren Kollegen Bob Keppel in Washington. Als Keppel den Namen Theodore Bundy hört, schrillen bei ihm die Alarmglocken. Bundy steht auf seiner Liste mit den 25 Verdächtigen. Es ist eine absolute Genugtuung, wenn sich nach hunderten Stunden Recherche die Suche nach dem Verdächtigen endlich auszahlt. Bei diesem Fall geht es um Tatorte, die geografisch sehr weit auseinanderliegen. Und wenn dann klar wird, ich kann Ted Bundy mit Utah und Washington in Verbindung bringen, ist das ein unglaubliches Gefühl. Er taucht bei jedem Entführungsdatum und jedem Tatort auf dem Radar auf. Da weiß man einfach, ich habe den Richtigen erwischt. Keppel erstellt einen Zeitstrahl. Bundy beginnt ein Jurastudium in Utah, kurz nachdem die Mordserie in Washington endet. Seine Kreditkartenabrechnungen zeigen, dass er in der Gegend war, als einige Opfer verschwanden. Bundy ist jetzt der Hauptverdächtige in 13 Mord- und Vermisstenfällen in Utah, Washington, Oregon und Colorado. Die Indizien reichen aber nicht aus, um zu beweisen, dass Bundy ein Mörder ist. Während der 9 Monate, die er für den Angriff auf Carol Durant in Utah hinter Gittern sitzt, sammelt Keppel Material für eine Mordanklage. Der Fall Karen Campbell könnte den Durchbruch bringen. Die Leiche der jungen Frau wurde in einem Skigebiet gefunden. Eines ihrer Haare war in Bundys Auto. Bundy wird in Colorado angeklagt und für den Prozess in ein Gefängnis nach Glenwood Springs verlegt. Dort verweigert er immer wieder das Essen. Angeblich, weil es zu schlecht sei. Tatsächlich aber hat er einen perfiden Plan. Der ohnehin schlanke Bundy hungert sich 15 Kilo runter. Am Silvesterabend 1977 gelingt ihm so eine unglaubliche Flucht. Durch eine kleine Öffnung, die er in die Decke seiner Zelle geschnitten hat, entkommt der Serienkiller. Niemand schlägt Alarm. Die meisten Vollzugsbeamten haben frei. Es herrscht Feiertagsbesetzung.
Erst am nächsten Morgen bemerkt eine Reinigungskraft, dass Bundys Zelle leer ist. In der Decke klafft ein Loch, gerade groß genug für einen sehr schmalen Mann. Unter dem Bett liegt das passende Werkzeug, eine Metallsäge aus der Gefängniswerkstatt. In der Zelle gibt es keine Überwachungskamera. Bundy könnte schon seit 17 Stunden weg sein. Gefängnisausbrüche passieren sehr selten. Aber wenn doch, ist das jedes Mal ein Schock für die Polizei. Er stellt ein System in Frage, das in 99,9% der Fälle funktioniert. Für die Medien ist so ein Ausbruch deswegen immer eine Sensation. Auch in diesem Fall. Für mich als Ermittler wäre es der absolute Albtraum, dass der Killer nach all meiner Mühe, ihn einzubuchten, wieder draußen rumläuft. Bundy hat fast einen Tag Vorsprung. Eine landesweite Fahndung beginnt. Ted Bundy muss sich doch einfach unschlagbar fühlen. Erst ist er mit seinen Serienmorden praktisch unbemerkt durchgekommen. Und jetzt, wo er doch noch wegen Entführung geschnappt worden ist, kann er entwischen und wieder die Kontrolle übernehmen. Ich kann mir vorstellen, dass Bundy gedacht haben muss, egal was passiert, ich komme schon klar. Entweder ich quatsch mich aus der Situation oder ich hau einfach ab. Die Polizei gibt Fahndungsfotos heraus und schickt Kopien seiner Fingerabdrücke an alle Polizeireviere in den USA. Ted muss jetzt absolut undercover bleiben. Niemand darf ihn erkennen. Aber er hat eine interessante Fähigkeit. Er ist wie ein Chamäleon und ändert einfach sein Aussehen, sein Auftreten, sein ganzes Erscheinungsbild. 2 Wochen gehen ins Land. Keine Spur von Bundy. Es werden auch keine neuen Mordfälle gemeldet. Die Polizei hat keinen Anhaltspunkt, was Bundy vorhaben könnte. Er muss weiter abtauchen. Aber gleichzeitig hat er diesen Drang, den Trieb, Frauen zu ermorden. Tallahassee, Florida, tausende Kilometer von Colorado entfernt. Im Chi Omega Wohnheim an der Universität gehen die Studentinnen gerade zu Bett. Hast du was von Kai gehört? Zeit zum Schlafen für Lisa Levy und Margaret Bowman. Eine stressige Uniwoche liegt vor ihnen. Die jungen Frauen ahnen nicht, dass sie die nächsten Morgen nicht erleben werden. Im Schutz der Dunkelheit schleicht sich ihr Mörder ins Zimmer. Betrachtet seine schlafenden Opfer und schlägt dann eiskalt zu. Immer und immer wieder. Es ist ein Gemetzel. Serienmörder gehen während ihrer Taten oft ein hohes Risiko ein. Denn ihr Zwang, rituell zu handeln, lässt sie länger als nötig am Tatort bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man gesehen wird oder Spuren hinterlässt, steigt. Trotzdem können sie nicht anders. Sie müssen immer wieder gleich handeln. Das Verhaltensmuster, das bei Fall 1 und 2 beobachtet wurde, wird man wahrscheinlich auch bei Fall 19 und 20 finden. Bei Bundy sehen wir immer wieder das Zusammenspiel von Charme und gutem Aussehen. Alle fühlen sich anscheinend von ihm angezogen. Und er zieht seine Masche ab. Sein Arm ist gebrochen oder sein Bein. Er braucht Hilfe, weil er nichts tragen kann. Die Opfer fallen darauf rein. Und zack, da ist das Monster.
Im Studentinnenwohnheim in Florida überfällt dieses Monster 4 junge Frauen. Bundy schlägt sie bewusstlos, vergewaltigt und beißt sie. Lisa Levy und Margaret Bowman erdrosselt er schließlich. Capel bekommt einen niederschmetternden Anruf von der Polizei in Florida. Vergewaltigung, stumpfe Gewalteinwirkung, junge Frauen. Das klingt nach dem Killer, den er schon so lange jagt. Wieder gibt es eine Zeugin. Eine Studentin sagt aus, sie habe einen fremden Mann im Treppenhaus gesehen. Von dem Blutbad im Wohnheim hat sie zwar nichts mitbekommen, aber ihre Beschreibung passt. Es muss Ted Bundy sein. In ein Haus einzubrechen, um seine Opfer anzugreifen, ist höchst riskant. Man hat fast das Gefühl, als ob ihm jetzt alles egal sei. Er ist wegen seiner früheren Verbrechen auf der Flucht und weiß, dass es bald vorbei sein wird. Die ganze Aufmerksamkeit der Ermittler richtet sich jetzt auf Florida. Jeder Autodiebstahl wird überprüft, denn die Spur könnte zu Bundy führen. Einen Monat nach dem Mord in Tallahassee zieht der Streifenpolizist David Lee einen VW Käfer aus dem Verkehr. Der Wagen ist seit 3 Tagen als gestohlen gemeldet. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Steigen Sie bitte aus. Der Fahrer gehorcht. Also keine Ahnung, was Sie da sagen. Ich bin hier nur lang gefahren. Dann rennt er plötzlich los. Stehen bleiben! Officer Lee feuert einen Warnschuss ab und läuft hinterher. Er nimmt den Mann fest. Lee ahnt nicht, dass er gerade einen der meistgesuchten Männer in den USA geschnappt hat. Ted Bundy. Der 31-jährige Ted Bundy ist wegen Mordes an 2 Studentinnen in Florida angeklagt. Ihm wird 2-facher Raub, 3-facher Mordversuch und Mord in 2 Fällen vorgeworfen. Seine Zahnabdrücke passen zu den Bissspuren an einer der Leichen. As to count 2 of the indictment, murder in the first degree upon 1 Margaret Bowman, guilty as charged. 18 Monate später, im Juli 1979, wird Ted Bundy in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Geschworenen, die Bundy wegen Mordes an 2 jungen Frauen schuldig gesprochen haben, empfehlen die Hinrichtung. In der Todeszelle gesteht er schließlich die Morde an Denise Nasland, Janice Ott und 28 weiteren Frauen. Während der Verhöre erklärt Bundy den Ermittlern: Ich bin der kälteste Scheißkerl, den ihr jemals treffen werdet. Ich glaube, das stimmt absolut. Ich glaube, Ted war ein abgrundtief böser Mensch. All diese Morde, die Leben und Familien, die er zerstört hat, nichts hat er bereut. Jahre nach Bundys Verhaftung lässt sich der Schriftsteller Thomas Harris von den bestialischen Morden inspirieren. In seinem Roman Das Schweigen der Lämmer lockt die Figur Buffalo Bill ebenfalls junge, arglose Frauen in den Tod. Die Verfilmung des Bestsellers wird mit 5 Oscars ausgezeichnet. Aber kein Film und kein Buch ist so schockierend wie die Realität. Die brutalen Verbrechen des eiskalten Serienkillers Ted Bundy. Dutzende junger Frauen ermordet. Ein Massaker in einem Studentinnenwohnheim.
und ein Psychopath, der aussieht wie der nette Mann von nebenan. Oh.